Liebe Mutter, ich schreibe mit Feder. Nur Tinte und Feder auf altem Papier kann meinen Zeilen diese Kraft geben, die ich mir wünsche, sodass diese mit meinen Buchstaben, Wörtern und Sätzen zu ihr hinüberfliegen möge, ihre Wirkung erzielen. Meine Gefühle, die jetzt in mir kreisen, werden zum Verstehen in ihrem Herzen. Liebster Salambo, was für ein zartes, bezauberndes Wesen du doch bist. Ich freue mich, dass du dich mir anvertraut hast. Du hast dich nicht überwinden müssen. Du hast gespürt, dass du mir vertrauen kannst. Was für ein Geschenk. Was für ein Diamant das doch ist, dein Vertrauen zu besitzen. Ich kenne deine Situation. Von dir Vertrauen zu bekommen, ist noch einmal mehr wert als von anderen Menschen. Ja, meine Liebste. Es ist so. Und du, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du jemals so ein Wesen kennenlernen darfst, wirst du mir recht geben müssen. Meine Feder malte weiter die Buchstaben auf mein Papier. Und wie habe ich dich lieb. Und wie glücklich bin ich, dass ich so spüren kann, wie lieb du mich haben musst. Die Bitte, die du an mich gerichtet hast, hat eine besondere Gegenständlichkeit, so eine hohe Symbolik, die Schmerzen und Freude bereiten dürfte, und zwar auf alle gerichtet, die darum erfahren. Ganz unabhängig von diesen Schmerz und Leid, Freude und Frohlocken wird sein, was ich denn selbst dabei empfinde. Salambo, mein Herz. Du hast mich gebeten, dir ein Kind zu schenken. Ich hörte das regelmäßige, rhythmische Kratzen der Feder auf dem Papier. Meine Kerze flackerte. Ich hätte Licht machen können. Aber ich konnte mich so besser auf die Worte konzentrieren. Die Dunkelheit hatte etwas Mystisches. Das Licht reichte gerade aus, um die Zeilen auf dem Papier zu beleuchten, die ich gerade schrieb. Eine zugegeben ärmliche Situation, könntest du meinen. Aber ich bin reich. Ich habe alles Glück der Welt aus meinem Leib gewonnen. Mein Kind schlief nebenan. Nichts wird mich mehr glücklich machen können, als dieses Wissen darum, dass ich für dieses Wesen da bin. Ist es vermessen, dass ich dir sage, dass ich dieses Wesen für immer in mein Herz drücken möchte? Wenn wir getrennt sind, die Freude des Wiedersehens mich jedes Mal von neuem durchflutet, so als wäre ich verliebt in den ersten Wochen. Was gebe ich dafür, dass ich dieses Gefühl Salambo beschreiben könnte? Es ist in dieser Form, wie ich es fühle, nicht in Worte zu fassen. Ich weiß, meine Einzige, ich weiß, dass du dieses Gefühl erahnst, dieses unbeschreiblich große, reiche, bezaubernde und beglückende Gefühl. Ich weiß genau, dass du es dir deshalb auch wünschst, weil du genau weißt, dass dieses Glück von dir auf das kleine Wesen übertragen werden würde, was ich dir dann in deine Arme lege. Meine Blume, ich weiß, dass dein Wunsch, ein Kind zu haben, nicht aus dem väterlichen Willen der Gesellschaft herausgeboren wurde. Dahingehend, dass du dich, mein Herz, dich sonst nicht als richtige, vornehmliche, von der Gesellschaft anerkannte Frau fühlst. Meine Liebste, deine Wesenhaftigkeit ist der Beweis dafür, dass du sowieso niemals entsprechen kannst, unabhängig dazu, dass ich dein Kind mit voller Liebe in deine Arme legen würde. Mein Herz, du hast mir die neuesten Briefe und Zeilen gezeigt, die Aufschreie und Empörung von denen, die sagten, sie macht es nur für Geld. Sie ließen anmerken, sie müssten dir dein Kind verbieten. Ein Kind,
so schreien sie, kann keine Handelsware sein. Warum entschärfen sie nicht die Sprengladungen der Gesellschaft, die Frauen so schlecht entlohnt, dass sie in Armut verfallen müssen, so dass es genau dadurch erst überhaupt dazu kommen muss, dass Frauen alleine nur für einen Lohn ihren Körper zur Verfügung stellen? Können denn diese Frauen mit dem Verbot, ein Kind zu schenken, aus der Armut gebracht werden? Nein, ich schenke dir nichts. Dein Kind wirst du niemals besitzen. Es ist kein Besitz und kann daher kein Geschenk sein. Es steht für sich. Es ist da. Und es braucht Liebe. Keine Besitzansprüche. Und das weißt du, meine Liebste. Aber ein Kind schenken klingt so schön romantisch. Nicht alle Eltern lieben ihr Baby, wenn es da ist. Mein Herz. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen, die sich ein Baby aber von ganzem Herzen wünschen und es lieb haben wollen, die Möglichkeit haben, eines zu bekommen. Sie hatte mir Bilder aus den Armutsvierteln gezeigt. Frauen, die um ihr Überleben kämpfen. Warum gibt man ihnen nicht etwas zu essen? Eine Suppe aus Kartoffeln, Brot und Erbsen würde für sie ein Festessen sein. Stattdessen wird ihnen eine Möglichkeit genommen, Geld zu verdienen. Ja, die Menschen, die diese Verbote aussprechen, sind sicher sehr auf ihre Moral bedacht. Diese Fakultät ist ihnen besonders wichtig. Sind sie auch so bedacht in anderen Fragen? Über den Zustand der Umwelt, die aus monetären Gründen zerstört wird? Ja, wir verstehen die Ursachen, aber können wir sie auch verzeihen? Sie holzen den Regenwald für ihre Bereicherung ab. Aber Frauen sollen Kinder nur dann schenken dürfen, wenn sie dafür kein Geld nehmen. Denn dann wäre Geld plötzlich etwas, wofür sie sich schämen müssen. Gewiss, den Lebensraum von Pflanzen und Tieren abzubrennen und zu roden, dabei Tiere zu vernichten, um Geld zu verdienen, ist sicher in irgendeiner Form etwas anderes, als wenn eine Frau sich entscheidet, für Geld ein Kind auszutragen. Auch Briefe der Kirche lagen stapelweise in ihrem Zimmer. Die Verletzung der Menschenrechte werden von der Kirche schon selbst zugegeben. Warum schreiben sie dann noch in ihren Briefen von Ethik und Moral? Wollen plötzlich für Frauen sprechen, die sich verkaufen würden, sich schützen vor die Frauen stellen, die sie sonst unterdrücken? Wer hat die Frau mehr verkauft als die Kirche? Und jetzt tun sie es wieder, indem sie sie für ihre Sache instrumentalisieren und ihnen ihre Selbstbestimmung nehmen, gleichzeitig so tun, als ob sie sie schützen wollten. Welch fürsorglicher Paternalismus. Und wie kann ich mich nur beklagen? Sollte ich mich nicht damit ehrfurchtsvoll trösten? Meine Seele in Schweigen hüllen? In diesem Moment flackerte meine kleine Kerze und ging aus. Ich zündete ein kleines Glaslämpchen an, das ich in einer Abfalltonne gefunden hatte. Wunderschön, barmherzig, wie es jetzt mein Brief erleuchtet. Warum werfen die Menschen solche Dinge einfach weg? Ja, auch Kinder werden oft einfach weggeworfen. Das sollte das einzige Kriterium sein, Menschen zu finden, die ihre Kinder lieben wollen und es auch tun. Warum sollten wir diesen Menschen nicht diese Möglichkeit geben? Warum wird von Ethik gesprochen? Um Verbote zu legitimieren? Aus einem Büro, das voll mit Büchern ist, voll mit Seiten, auf denen regelmäßig Frauenrechte verletzt werden? Aber es ist einfacher, diese Rechte erst gar nicht entstehen zu lassen. Dann muss ich sie auch nicht verletzen.
Ich sage einfach, dass das nicht geht, nicht möglich ist. Schon immer so war und dass der Status quo richtig ist. Wer dann etwas ändern will, muss also erst einmal ein Recht, sein Recht neu erstreiten. Ein Recht auf meinen eigenen Körper. Auch das Recht darauf, ein Kind auszutragen. Für mich. Für eine Frau oder einen Mann. Für ein Paar. Ja. Das Recht muss erst erstritten werden. Nicht überall. Aber hier, wo ich lebe. In Deutschland. Ehe. Das christliche Modell hängt noch zu sehr an Frau und Mann und Monogamie. Diese Festlegung schaffen erst diese Moralität, diese Abgrenzung zwischen Norm und Abnorm. Allein wenn eine Ehe sexuell offen und frei sein könnte, wenn Polygamie neben Monogamie moralisch gleichgestellt wäre, würde eine Leihmutter bereits auf andere Weise verstanden werden können. Auch der Begriff Leihmutter wäre sicherlich nicht mehr nötig. Wir brauchen eine freiere Form in der Art, wie wir Familie leben. Und immer wieder auch ist das Geld ein Problem. Ja, das Geld. Das ist natürlich immer schmutzig, wenn eine Frau mit ihrem Körper in irgendeiner Form Geld verdient. Mein Herz. Was hast du geweint, als du mir berichtet hast, dass überall steht, gesetzlich verankert und verbrieft, dass nur diejenige Frau juristisch als Mutter zählt, die das Kind geboren hat. Sind deine Tränen nicht ein Warnruf an alle Patrioten des Humanismus? Welche Angehörige der Richterlichkeit und Gerechtigkeit sind es, die deine Tränen trocknen wollen, aber gleichzeitig weiter dir ins Ohr flüstern? Du wirst rechtlich nie unter allen Umständen Mutter deines Babys sein, das diese Frau dir schenken möchte. Umso schmerzlicher wirkt dann die moralische Einschätzung, was es bedeutet, eine Frau ohne Kind zu sein, wenn eine Frau kein eigenes Kind hat. Dann ist es keine richtige Frau. Natürlich bist du eine Frau, genau wie die Frau neben dir, die ein Kind das Leben geschenkt hat. Mein Glaslämpchen ist nun etwas heller als die kleine Kerze vorher. Vielleicht erscheinen mir da meine Sätze und Worte, die ich an meine liebste Salambo nun schreibe. In ein klaren Licht für mich. Geben mir Mut, mit meinen Zeilen fortzueilen. Niemandem wird ein Schaden zugefügt, wenn sich eine Freiwillige findet, die für meine Liebste ein Kind austrägt. Ich bin auch davon überzeugt, dass es für alle Beteiligten, Salambo, der leiblichen Mutter, also mir, und auch dem Kind, was ja sonst gar nicht geboren würde, einen Vorteil bringt. Wer sollte Schaden nehmen? Wacht nicht der gleiche Schutzengel über diesen Vorhaben, der immer auch für ein Kind da ist, das ein Paar zusammen mit seiner Liebe, seiner Sexualität entstehen lässt? Warum sollst du, mein Herz, dir dein Kleid ausstopfen, dass es aussieht, als wärst du schwanger? Warum greifen dich Menschen dafür an, wenn du offen sagen würdest, dein Baby wäre von mir? Und wie soll sich eine Mutter fühlen, die für dich ein Baby ausgetragen hat, wenn sie versteckt werden muss, wenn die Gesellschaft nichts von ihrer Existenz erfahren soll? Ist das nicht eine starke Belastung? Und braucht sie nicht nur die moralische Akzeptanz, sondern darüber auch die rechtliche Sicherheit, dass sie ein Mensch in Würde sein darf und auch ganz sicher eines ist? Ein Mensch, der die Anfänge dieses Kindes mit seiner ganzen Liebe unterstützt hat. Rechtliche Sicherheit, Würde. Was ist dies alles wert in einem Land, das anscheinend nur Menschen enthält, deren politische Korrektheit und Angepasstheit ihnen wichtiger ist, Sympathien zu bekommen ihnen wichtiger ist, als ihre wirkliche Meinung zu sagen? Salambo, meine Liebste. Wenn mich Menschen verstehen, wenn du mich verstehst,
dann gibt mir das eine große Befriedigung. Ein Heimatgefühl, weißt du? Deshalb muss ich dir schreiben. Alles, was ich denke. Meine Liebste. Adoptionsvermittlungsgesetz. Ersatzmutter. Künstliche Befruchtung. Technologisch assistierte Leihmutterschaft. Keimzellen. Spenderzellen. Reproduktion. Familienmodelle. Ersatzmuttervermittlung. Agenturen. Fortpflanzungstechnik. Gesetze. Verfassungsrecht. Was ist das für eine Sprache? Wenn doch immer nur eines zählt. Die individuelle Liebe, die wir für ein Kind spüren. Für ein kleines Menschlein, das wir in den Armen halten. Und für das wir sorgen wollen. Es lieben wollen. Dir wurde gesagt, dass eine gespaltene Mutterschaft nicht geht. Das würde das Kindeswohl gefährden. Hat sich jemals jemand Gedanken gemacht, warum es keine vergleichbare Sorge in Bezug auf eine gespaltene Vaterschaft gibt? Was soll diese Heuchlerei, dass eine Leihmutter davor geschützt werden soll, sich ausbeuten zu lassen, wenn sie dafür Geld bekommt? Liegt darin vielleicht die Haltung begründet, warum die Arbeit der Frauen in der Kindererziehung, im Haushalt, immer noch nicht kategorisch und umfassend entlohnt wird, für Renten berücksichtigt wird? Dann wäre sie wohl eine Prostituierte, nicht wahr? Der selbstgebackene Apfelkuchen schmeckt dann nicht mehr, wenn sie ihn nur für Geld serviert. Nein, das ist kein Schutz vor Ausbeutung. Das ist nichts anderes als ein Abschied nehmen von ihrer Selbstbestimmung. Eine Frau hat ehrenamtlich zu arbeiten. Ansonsten ist das moralisch verwerflich. Und Straßenmädchen sind immer zu verurteilen. Nicht wahr? Meine Liebste, du bist jetzt schon moralisch am Pranger, bevor ich dir ein Baby in den Arm legen kann. Dein ausgestopftes Kleid wird dir nichts nützen. Sie werden es erfahren. Sie werden die Wahrheit herausfinden. Und das Kind wird bereits über den Schutz des Kindeswohls für die eigene Meinung instrumentalisiert, bevor es überhaupt geboren wurde. Diese Heuchlerei. Nein. Aus finanzieller Not sollte eine Mutter sich nicht gezwungen sehen, ein Kind auszutragen. Wir sollten also nicht das Mutterwerden als Leihmutter verbieten, sondern ihren sozialen Stand verbessern. Ja, Ethik, Moral. Ja, ein Kind ist kein Haustier, was du dir einfach anschaffst und vor dem Urlaub dann irgendwo aussetzt, weil es dir lästig wird. Wir müssen immer moralisch handeln. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen der Dinge. Warum wollen wir erwachsenen Menschen mit unserer Fürsorge entmündigen, indem wir Frauen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben? Ja, ich als austragende Mutter darf nicht durch meine Aufgabe, die mir übertragen wurde, und auch durch das Geld, was bezahlt werden soll, in keiner Entscheidung meiner Schwangerschaft entmündigt werden. In keinster Weise darf ich einem Zwang ausgesetzt sein, was meinen Körper betrifft, was mein Verhalten während der Schwangerschaft betrifft, was meine Freiheit betrifft. Ja, alle Entscheidungen, die meinen Körper betreffen, müssen in meiner Hand weiterhin liegen. Die zukünftigen Eltern dürfen mich nicht für irgendeine Sache unter Druck setzen. In keinster Weise. Erst wenn ich das Baby in die Arme der Mutter lege, die es aufzieht, wechselt die Verantwortung. Keine Minute vorher. Und ja, die Leihmutter muss auch das Recht haben, nach der Geburt eine Bedenkzeit zu haben, um darüber zu entscheiden, ob sie das Kind nicht doch noch behalten möchte. Erst nach dieser Zeit soll sie sich entscheiden. Die Entscheidung einer Abgabe des Kindes muss Freiwilligkeit beinhalten. Nein, ein Kinderhandel darf nicht geschehen. Dann muss es verboten werden. Wir sollten dann aber auch anfangen, den Handel mit Getreide an der Börse zu verbieten.
es verurteilen. Wenn durch Spekulationen und die dadurch unvermeidlichen Preisschwankungen Menschen in Afrika verhungern, weil ihnen das Geld nicht mehr reicht, sich zu ernähren. Reproduktion muss nichts mit der Sexualität zu tun haben, genauso wenig wie Sexualität automatisch etwas mit Liebe zu tun haben muss. Du bist zeugungsunfähig, sagst du, Liebes. Aber du bräuchtest für mich nicht einmal diese Begründung. Ich würde dennoch gar nicht fragen. Warum soll das wichtig sein, wenn wir beide in guten Gedanken liebevoll handeln? Mein Liebes, wie hat mein Herz gerungen, jetzt muss ich dir diese Zeilen schreiben, ohne dein Antlitz zu sehen. Wirst du mir in meinen Gedanken folgen können? Ohne Tränen? Es wird eine harte Prüfung sein, mein Liebes. Ich möchte dir jetzt schon danken dafür, dass du so stark bist, diesen Schmerz abwehren wirst. Unsere Liebe zueinander wird dir ermöglichen, stark zu sein, den Schmerz ohne zu klagen zu ertragen. Mein Herz ist wie noch nie von meiner Liebe für dich durchdrungen. Meine Worte sind gesegnet in meiner Liebe. Meine Seele wird jetzt spürbar für dich sein, wie du sie immer empfunden hast und empfinden wirst. Keine Wunde möchte ich hinterlassen, jede Gnade von dir empfangen, die du mir in dieser harten Stunde gewährst, während du diese Zeilen von mir lesen musst, meinen Brief in deinen zarten Händen haltend. So nah wie noch nie wirst du bei mir sein. Wer wird hier das Recht ergründen wollen? Nein. Nur die Liebe muss zählen. Mir zittern jetzt die Finger, während meine Feder über das Papier gleitet. Mein inneres Herz singt dir ein Liebeslied. Mein Glaube ist unerschütterlich, dass du meine Töne vernimmst. Nichts wird uns scheiden. Nichts wird uns trennen. Du wirst mir niemals verloren gehen. Den Schmerz, den du jetzt empfindest, fühlt sich schon bereits jetzt, während die Tinte trocknet. Die Versicherung durch den Himmel, mein Liebes, kann ich dir geben, dass ich dich in den Arm halten würde, bis du wieder aufhörst zu weinen. Die schwerste Probe wirst du jetzt bestehen. Deine Bekümmernis wird vergehen. Ich werde beständig daran arbeiten, das habe ich mir fest vorgenommen, ganz geduldig zu sein, bis du wieder in meinen Arm lachen kannst. Mein Liebes, ich kann dir kein Kind schenken. Ich könnte es niemals weggeben. Wir sehen uns. Ich werde noch diese Woche deine Tränen mit Küssen trocknen. Bleib stark. In Liebe. Deine Isabelle.